Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outlast 2 mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir hier in diesem Abstellraum aufgehört, nachdem wir an dieser Frau einfach YOLO-mäßig dran lang gesprintet sind. Hat witzigerweise geklappt, irgendwie. Hier unten habe ich mich, glaube ich, schon umgeschaut, oder? Genau, hier ging es einfach nur zurück. Die Frau ist tatsächlich einfach, keine Ahnung, die ist irgendwie blind oder so. Also die guckt einen an, aber die macht nichts, außer ein bisschen labern. Was sie hier über Nord und sowas, ne? Die ist, glaube ich, gerade auf gewesen, ne? Ist da wer? Oh ja, da ist wer. Neben ihnen liegen Batterien, wow. Oh Gott, for real? Oh Gott, aber da liegt eine Batterie. Oh Gott, Alter. Oh. Ich da durchs Fenster? Ja. Und raus. Oh mein Gott! Oh Gott. Alles klar, es geht direkt ab. Oh mein fucking Gott. Aber ich glaube, ich bin jetzt sicher, oder? Okay, vielleicht auch nicht. Scheiße. Oh oh. Okay, heilen wir uns einfach mal erstmal. Alter, wie lange der braucht zum Heilen, ne? Bin ich cool? Ich bin versteckt. Kann mich niemals finden. Was labert der so? Oh Gott, da ist er. Oh Gott. Das ist ein Scherz, oder? Okay, der hat keine Ahnung. Guckt er da einfach mal nach? Der hat nicht mal eine Waffe. Der Typi. Jene Sünden ohne Scham, die Sünden für Gott, bla bla bla. Ja, ich bin nicht mehr da, Mate. Alles ist easy. Hier kann ich auch einfach nicht weiter, ne? Schauen wir mal nach. Huiuiuiui. Hier ist aber cool, oder? Ich bin im Gebüsch. Gebüsche sind cool, oder? Okay, der haut ab. Alles klar. Gott selbst war was? Irgendwas. Der ist da noch, oder? Keine Ahnung. Ich höre immer noch die Frau, Alter. Wir nahmen was? Oh Gott, der labert so einen Mist, ne? Licht ist mein Feind. Okay, er scheint aber weg zu sein. Gut, ich weiß nicht, ob dieses Audio-Zeug tatsächlich irgendwie mehr Strom von meiner Kamera verbraucht, mehr Batterie. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass das der Fall sein könnte. Das habe ich mal ausgemacht. Warum ist die Musik so intens? Wie der Typ einfach vorstand, ne? Ich habe mich übel erschrocken. Okay, ich habe schon, jetzt habe ich schon das Gefühl, dass ich heute ein bisschen mehr in der Stimmung bin, wie in der letzten Aufnahmesession. Da habe ich mich ja ein bisschen lustig über die Leute gemacht. Aber im Moment fühle ich ein wenig mehr Angst. Was gut ist für Horrorspiele. Da ist der Motor. Ich habe jetzt auf dem Weg bestimmt ein paar Sachen verpasst. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber der Typ hat mich halt angegriffen. Außerdem ist es dumm, in die Häuser zu gehen, weißt du? Ich glaube, das soll ich auch nicht machen, ne? Simeon. Cool, fast Simon. Ich muss mit dir über ein Geheimnis sprechen. Ich weiß, dass du dich mit Heilmitteln und Medizin und so auskennst. Ich hoffe, du weißt, dass ich so wenig wie möglich mit den Leuten der verdammten Welt spreche, wenn wir uns dort Benzin und andere Notwendigkeiten kaufen, die wir selbst nicht machen können. Der verdammten Welt sprechen. Okay, die haben also Kontakt mit, naja, normalen Leuten. Hör ich deinen Typen? Ich habe mich etwas mit einem Zöllnerjungen unterhalten, der die Pillen verkaufte, die Papa brauchte. Er braucht, als ich sie als Studierhilfen bezeichnete, lachte der Junge und sagte, der Körper braucht keine Penicillinien zum Studieren, außer man studiert Muschis. Hast du von so etwas je gehört? Von Muschis studieren? Ich will Papa nicht fragen, weil ich nicht weiß, was er tun würde. Doch ich will nicht versehentlich vergiften. Bitte komm vorbei und sprich mit mir, John. Geil, Alter. Der Papa hat sich halt irgendwelche Pillen gekauft, damit er
einfach länger durchhalten kann beim Vergewaltigen von seinen Opfern. Es ist ja geil, Alter. Und er schickt irgendwelche Leute los. Studieren von Muschis. Oh Gott, Alter. Oh Mann, das wird so einen Lärm machen, ne? Kann ich den starten? Okay. 10. 10. Yay. Wow. What? War da einer? Hä? Doch, da ist einer. Die Frau ist hier. Aber die Frau macht nichts. Was ist mit der Frau los, Alter? Hä? Alles klar. Weißt du was? Ich nehme den leichten Ausweg. Komm. Kann ich hier nicht rüber? Okay. Ich habe keinen Bock, an der vorbeizulaufen. Und jetzt labert die da oben weiter, ne? Oh mein Gott, ey. Als wenn ich jetzt an der vorbeigehen würde. Die hat eine Machete in der Hand. Dann nehme ich über den leichten Ausweg. Ohne Scheiß. Okay. Scheiße. Kann ich hier nicht lang? Oh Gott, Alter. Guckt euch den an. Kann ich nicht einfach laufen? Kann ich hier rein noch? Ja, das sieht ganz gut aus. Oh. Kein Fenster oder so eine Scheiße? Scheinbar nicht. Okay. Dann schleichen wir unseren Weg mal ein bisschen zurück. Ist hier einer? Warte, hier kann ich doch lang, oder? Ich will auf jeden Fall noch eigentlich in den Raum. Wow, ist komplett abgeschlossen. Das ist doch scheiße. Ich will jetzt in den Raum rein. Da dann halt nicht. Oh, ich kann hier runter Abkürzung. Geht's mir schlecht? Sie kommen. Gnotts Auge. Sie ist es. Oh, oh. Ich glaube, das ist doch diese Frau, die unseren besten Freund umgebracht hat. Ethan hieß der. Ich habe seinen Namen tatsächlich mir gemerkt. Wow. Oh, kann ich hier rüber? Oh, scheiße. Hier kann ich nicht mal rüber. Fuck, ich habe gedacht, ich könnte jetzt darüber klettern. Eigentlich könnte man so easy auf dieses Ding da drauf gehen. Ne? Und, aber egal. Ignorieren wir das mal, dass wir einen leichteren Ausweg haben. Was war das denn? Oh. Ein Fenster. Aufmachen. Da war der Typ drin, der geschlafen hat. Hier ist es zu hell. Für meinen Geschmack. Warum ist hier niemand? Oh lol. Okay. Alles klar. Gehe ich hier unten lang. Sackgasse? Wow, ist einfach eine Sackgasse. Wie viele Maschinenparts hier sind und so ein Scheiß. Jetzt sag mir nicht, die Alte kommt hier hin. Die Frau, die nur redet und nichts macht. Obwohl sie eine Waffe hat. Der eine Typ hat sogar keine Waffe. Aber hat mich angegriffen. Macht voll keinen Sinn. Die sind alle weg. Ich mache hier voll die Action-Moves, aber die sind eigentlich alle weg. Also voll die Versteck-Moves, wisst ihr? Aber eigentlich sind die alle weg. Ach man. Alle Türen sind blockiert. Ach, sie haben sich allein gesperrt, kann das sein? Weil die Angst haben vor Martha, die irgendwie nicht da ist. Ich werde trotzdem vorsichtig sein. What the fuck? Wie einfach niemand ist. Oh shit. Hat die mich? Oh mein Gott. Oh, die hat mich. Oh mein Gott. Oh, ich war so vorsichtig. Alter. Oh lol, jetzt hat die das Ding da drin. Wie auf dem Logo. Scheiße, ich wechsle so vorsichtig, aber die kommt scheinbar immer. Okay. Ja. Gehen wir an der vorbei? Okay, diesmal versuchen wir's. Oh! Okay, hat geklappt.
Okay, wir hätten uns das alles sparen können. Wir können einfach laufen. Aber die kommt hier dann halt. Ja, die hauen ab. Oh, shit. Lass mich auch rein. Ich habe auch keinen Bock auf die. Oh, Gott. Wie soll ich an der vorbeikommen? Ich werde sie ein bisschen baiten müssen, wa? Und dann einfach auf den Aufzug hämmern. Die one-shottet mich. Okay, sie hat mich. Von wo kommt sie? Von oben. Und los geht's. Ausgetrickst. Ich hoffe, ich bin schneller als du. Woo! Lauf doch. Drück, drück, drücken. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich bin gierig auf meine Buße. Ja. Alles cool. Hoffentlich kann man den Aufzug von da unten nicht zurückrufen. Okay. Schnell raus hier, bevor der ihn irgendwie zurückruft. Was recorde ich denn jetzt hier? S 1971. Gulliver Gnoth, the modern Schlag mich tot. Their knives sharp for enemies. What? Okay, gucken wir uns das mal an, den Scheiß. Ach, warte, falscher Knopf. Temple Gate. Temple Gate, ach, da steht's. Modern Ezekiel. Ezekiel. Their knives sharp for the enemy. Oh, da lest das sogar vor, nice. Ja. Oh, hello. God forsake you. Alles klar. Alter Schwede. Ich wollte gerade sagen, ich habe vergessen, was mit meiner Freundin passiert ist, aber das ist eine Lüge. Ich habe, die ist ja bei anderen Leuten, ne? Warum bin ich jetzt, die ist doch bei der zweiten Partei, also bei diesen, keine Ahnung, bei diesem Transvestit oder sowas, der mich abgeleckt hat. Hallo. Warum, okay. Okay, ich lese mal, was du geschrieben hast. Christine, bevor du überall danach suchst oder mich anschreist, weil du glaubst, dass ich es verloren habe, ich habe das Grape Aid rüber zur Kapelle gebracht. Paul sagte, Papa wollte dort etwas feiern. Ich weiß, dass wir nichts Besseres haben, um den Geschmack mit Wasser zu überdecken. Aber die Leute werden sich damit zufrieden geben müssen. Gib ihnen nichts vom Sakrament, das brauchen wir für den Gottesdienst. Ich schätze, wir werden bis zur nächsten Lieferung ohne Grape Aid aushalten. Maiken. Grape Aid? Scheinbar hat die scheinbar konnte die Oma hier ohne Grape Aid einfach nichts aushalten. Alter, sieht krass aus. Oh, ein kleines Kreuzchen im Ohr. Sieht ganz schön detailliert aus. Okay, cool. Wir haben es ein bisschen weiter geschafft. Aber wir sind jetzt den Aufzug hoch und hier ist dann... Keine Ahnung, was ist hier? Noch mehr Leute? Tote Leute? Oh, ein geiles Dreirad vor allen Dingen. Alter. Hör ich was? Nö, ich habe mein Mikrofon an. Ich höre schon mal nichts. It falls in the wind table in event table like a dream or a memory. Invitable. Das Wort kenne ich nicht. Tatsächlich. Leider wird es auch nicht übersetzen. Manchmal, ich glaube in Outlast 2 war das doch auch so. Ich höre noch. Ich höre Fußspuren. Ich höre Fußspuren. Das, ja, ich höre Fußspuren. Oh, scheiße, das erinnert mich direkt an, ist ja alles verrammelt, lol. Das erinnert mich an Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 1. Fußspuren? Hä? Fußspuren? Wenn ihr was, was ich meine. Passt auf, was ihr da seht. Kleine Augen. Jessica. Jessica? Also, pass auf, was ihr seht, kleine Augen. Was spricht denn da? What? Wer hat das gesagt? Pass auf, was du sagst, kleiner Mund. Ist das Jessica? Weil mein Charakter hat gerade Jessica gesagt. Das ist ja die Olle. Alter. Ist der verbrannt, oder... Geht's hier rein? Scheinbar nicht. Ah, hier war doch ein Fenster, oder? Ist aber auch verrammelt. Was? Ich bin verwirrt. Ich höre jemanden singen, aber super leise. Hier sind einfach alle tot. Vater ist über uns. Im Brunnen?
Oh, der hat ein Messer. Warum nehme ich mir das nicht? Oh, guck mal, der hat dieses... Der sieht aus wie ein bisschen... What? Was? Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Mich haben Tentakeln da gerade runtergezogen. Und jetzt bin ich im Aufzug. Alter, der Übergang war ja geil. Warum bin ich im Aufzug? Kann ich hinter mir gucken? Ja. Alter, guckt euch meine Klamotten an. Holy shit. Ja, warte. Bitte, Blake. Sind wir nicht Blake? Blake ist unser Nachname. Wir heißen doch... Oh, scheiße. Lass das nicht zu. Oh, what the fuck? Sind wir wieder in der Schule? Oh mein Gott. Wir sind nicht alleine. Das hatte ich schon mal gesagt. Ja, wisst ihr, ich entscheide mich, dass ich einfach in dieser Box hier bleibe. Hier bin ich sicher. Nein, das war natürlich ein Scherz. Ich bin wieder in der Schule. Holy shit. Alter, wie ich da reingezogen wurde. Das war ja mega cool, ey. Damit habe ich ja... Oh, oh. Das hört sich an wie ein Priester. Der mich schon mal angelaufen hat. Was ist das für ein Sound? Alter. Der Sound. Holy shit. Der ist ein bisschen intens. Oh, ich habe mein Mikro angemacht. Aber ich höre nichts. Okay, cool. Okay, da konnte ich nicht lang, ne? What? Guck mal, da ist Musik und wenn ich mich umdrehe, höre ich nichts mehr. What? Was war das denn? Okay. Wir haben... Okay, 20 nach. Ne, 25 nach. Fast halb, okay. Aber ist das PM oder AM? Wahrscheinlich abends. Hier ist es nämlich ganz schön dunkel. Wahrscheinlich ist es halt sowieso egal. Wow. Wow. Das ist eine Lack gelaufen. Erstmal reingehen. Oh, leider zu. Okay, cool. Ey, ganz ehrlich, am Anfang des Let's Plays habe ich ja gesagt... Hallo? Dass das nicht so... Spieluhr. Dass das Spiel ja scheinbar nicht so gut ist, wie oder sein so, soll wie Outlast 1. Aber bis jetzt gefällt mir das ganz schön. Das Setting ist halt anders und es fühlt sich halt komplett anders an wie Outlast. Also natürlich ist es ziemlich viel gleich mit der Kamera und sowas, aber das Setting macht so viel aus. Das war Jessicas. Alter, meine Hände. Sind halt einfach mal fucking realistisch dafür, dass ich durch den Wald gehe. Kann ich das jetzt unendlich lang drehen? Steht was. Das war genug. Da steht was, was ich nicht aufsammeln kann. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Oh, das Einhorn. Hey, Lynn am Board. Lynn. Lynn ist meine Freundin. My cover skill talking about the 30-year war. 30-jährigen Krieg. But bla bla bla. Habsburgs. Bla bla. Anyway, I'm not riding home with you today because I've got journal. But I call you when I get home, okay? Sup, Jessica? Ach, die haben sich das gegenseitig geschrieben. Oh, das ist meine Frau, die hier schreibt. Combo was the worst. His nasal spray totally makes me want to puke. Nasal spray. Journal, huh? Are you doing journal because you want to expose the dark truth behind the Civil Field hockey team? Your dad is forcing you. You have big sloppy... Crush on Blake! Crush! A big sloppy crush on Blake! Oh, Jessica mag uns. Shut up, bitch! Alter, ich habe mir erst gedacht, lese ich mir das jetzt alles durch, aber ich bereue es nicht, Alter, für dieses Wort. Shut up, bitch! We also should replace Coverhub's nasal spray with hot sauce. Also, really, shut up! Und ein paar Bilder gemalt zu Jessica. Alter, Jessica war scheinbar nicht verklemmt. Die sah eher aus wie so ein kleines verklemmtes Mädchen, aber... Die sind ganz schön hardcore, ey. Shut up, bitch. Mann, nice, ey.
Shut up, Bitch, und und es geht darum, dass sie einen Crush für mich hat. Ach nee, ich will mich doch gar nicht verstecken. Oh Gott, ey. Nein, nein, komm raus. Scheinbar aber irgendwie irgendwas mit Lehrer. Upsalolol. Nachladen. Hä? Ist wieder Schluss. Ist hier echt Schluss einfach? Ich kann mich hier verstecken, aber brauche ich das irgendwann mal? Gehe ich jetzt wieder zurück? Ich bin verwirrt. Was? Da war eine Tür. Oh, da. Jessica. Warum läufst du weg? Oh, da war sie. Sie läuft vor irgendwas weg. Ja, ja, schrei doch mal rum. Alter. Holy shit, habe ich die Tür aufgeballert. Das hat mich ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin. Komm, wir müssen ein Batteriechen sein, oder? Komm, gib mir eine Batteriechen. Papa braucht ein neues Paar Schuhe. Da ist immer noch... Okay, wir sind scheinbar in derselben Zeit. Letztes Mal war ja auch Winter. Oh, da oben ist noch... Klasse. Folgen wir mal unsere alte Freundin, die scheinbar einen Crush on uns hat. on uns. Halb Englisch, halb Deutsch. Schau mal, nice. Alter, geile PCs. geile Monitore. Und deshalb mit uns sogar in eine Klasse gegangen ist. Oh. Immer dieses Erhängen, ey. Wuch. Okay. Das ist halt nie irgendwie, wa? What? Fernery? Ist das rückwärts? Das hört sich rückwärts an. Hey, Fernsehen. Was ist da? Jetzt ist ihm das jetzt aufgefallen. Nachdem er es gefilmt hat, ist ihm das jetzt erst ausgefallen. Aufgefallen. Exit, oh, nice. Wow. Lol, die Hände. What the fuck, das ist übel gut gemacht, ey. Oh, die Folge ist vorbei. ja, ich habe ein bisschen überzogen. Wobei, das sollte gar nicht so viel sein. Was es mit diesen Händen aus der Decke auf sich hat, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und wir sehen uns, ja, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ich wiederhole mich. Bis dann. Ciao.